Ich bin jetzt in einem Alter, also in meiner Umgebung wird schon von figurformender Unterwäsche gesprochen. Ja, da weiß jetzt von euch keine, was das ist, ne? Ich kann es erklären. Es ist Unterwäsche, die die Figur formt. Ja, also da so viel Figur, wie du meinst, das bei dir geformt werden müsste. So, oft ist diese Unterwäsche hautfarben. Aber pass auf, ich kenne keine einzige Frau, keine einzige, deren Haut die Farbe von dem Hautfarben von dieser, kenne ich nicht. Es ist, soll ich sagen, wo die herkommt? Aus China. Aus China. Und wahrscheinlich haben die sich überlegt, oh, was kann Hautfarben sein? Wir haben doch noch diesen toten Chinesen in der Kühlkammer, der überfahren worden ist, ihr erinnert euch. Ne? Ah, so geht Hautfarben, so sieht das dann aus. Ne? So, und die Unterwäsche, die hat natürlich, du musst da einsteigen, ne? Und dann musst du so an der Unterwäsche schieben. Ja, die einen sagen ziehen, die anderen sagen schieben. Ich sag schieben, weil dann schiebt die Unterwäsche ihrerseits, schiebt die das Gedöns vor sich her. Ja, so, ihr müsst euch das vorstellen, wie in der Eiszeit die Endmoräne. Weißt du? Und dann irgendwann taucht am Körper eine überraschende Lücke auf und da ploppt das Gedöns, also Teile von dem Gedöns ploppen da schon mal rein. Und an der Stelle ist die Figur dann geformt schon mal. Du kannst aber, wenn du geschickt bist, du kannst weiterschieben, du kannst dir ein Dekolleté schieben. Weil irgendwann am Ende der Unterwäsche, da muss ja noch, das Zeug muss ja irgendwo hin. Und dann kannst du so, du schiebst dir einfach zwei Hupen. Ne, hier oben. Gaga. Und natürlich kommen diese Hupen aus tiefer liegenden Gegenden, Regionen, genau, aber, pff, ne? So, jetzt das Problem ist nur, wenn du so alt bist, dass du meinst, figurformende Unterwäsche zu brauchen, dann bist du aber auch in einem Alter, wo du gar nicht mehr die Kraft hast, verstehst du? Da musst du Pflegedienst anrufen. Hör mal. Hallo, Entschuldigung, ja, Moment, ich bin am Telefonieren, Leute. Ja, ich würde gerne jetzt in die Unterwäsche rein, ja, wenn Sie jetzt, ja, ich bin schon gewaschen, ja, Sie können, ja, die kommen, das ist ein 16-Minuten-Einsatz. Aber dann, hör mal, bam, damit kannst du laufen, mehr kannst du damit nicht machen, aber warum auch? Ne? Das Problem ist nur, wenn der Mann bei dir zu Hause, ne? Also bei mir ist ja das der Fall im Winter. Im Moment ist er ja Outdoor. So, wenn der Mann bei dir zu Hause dann mal auf Ideen kommt, weil er was im Fernsehen gesehen hat, Kollege getroffen, ne? Dass er so, oder weil du plötzlich Figur hast, dass er mal sagt, haben wir Mäuse können, hm? Ich meine, es wäre mal wieder so weit, ne? Ja, da hast du ein Problem. Muss erst mal sagen, ja, ich erinnere mich gerne, ne, und dann, wir müssen sofort aus der Unterwäsche raus, sofort, ne. Ja, aber wenn die jetzt eine halbe Stunde lang nicht kommen, da schläft der Mann dir ein. Da musst du selber ran, verstehst du? Das muss runter, aber das Fleisch derart eingezwängt über Stunden, verstehst du, das will jetzt raus. Also, und das will jetzt mal in den Zimmerecken gucken. Also, das verdoppelt sich erstmal. Das Jojo. Und dann swingst du deinem Mann entgegen. Und dann kriegt er Angst und kann nicht mehr.